Dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den FSV Mainz. Hier oben begrüße ich beide Trainer, Achim Beierlorzer und unseren Chefcoach Alfred Schreuder. Und ja, ich würde Sie bitten, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, wir sind natürlich überglücklich, hier den Dreier eingefahren zu haben. Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Wir wussten ganz genau, was auf uns zukommt. Haben auf eine Dreierkette umgestellt, weil mit einem Verteidiger, zentralen Verteidiger mehr natürlich auch diese Wucht von Hoffenheim besser zu kontrollieren ist. Waren dann ein bisschen überrascht, dass Akpo Guma vorne mit reingegangen ist. Aber das hat die Mannschaft trotzdem sehr, sehr gut in den Griff gekriegt. Ein paar Unachtsamkeiten am Anfang, wo wir unglückliche Fehlpässe gespielt haben, haben uns dann immer wieder in die Bredouille gebracht und auch die eine oder andere Chance bei Hoffenheim oder für Hoffenheim erzeugt. Auf der anderen Seite hatten wir zu dem Zeitpunkt auch schon die ein oder andere gute Chance. Robin Quaison hatte mal eine Situation direkt vorm Torwart. Auch Tarim Onisivo war da mal ganz kurz richtig gut in der Situation beim Torwart drin. Und insofern war es natürlich super, dass wir dann 1-0 in Führung gehen konnten. Die rote Karte war eine rote Karte und da darf er natürlich sich nicht dazu verleiten lassen in der Position. Aggressivität wollten wir haben, aber natürlich nicht in der Art, weil wir uns dann natürlich einen Bärendienst erweisen und 45 Minuten in Unterzahl marschieren müssen. Und dann sieht man halt wieder, wie Fußball läuft. Man braucht das Quäntchen Glück. Das Tor Nummer 2 ist für mich wieder so ein absolutes Beispiel. Eine scharfe Hereingabe und ein Eigentor von Kaderabek. Klar war er ein bisschen unter Druck, aber das ist natürlich genau der Moment, den man dann braucht in dieser Situation. Das Quäntchen Glück, in dem Moment 2-0 in Führung zu gehen, es dem Gegner noch schwerer zu machen, das weiß der Gegner. Und umgekehrt kriegt man eine richtig breite Brust und kann es dann eben entsprechend im Umschaltspiel richtig gut spielen. Und ab dem Zeitpunkt muss ich sagen, Disziplin, sensationell. Die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, absolut klasse. Und die Umschaltmomente, also besser kann man es dann teilweise auch nicht spielen, auch gerade aus der Sechserposition, wie Kunde die 2 Tore macht. Aber insgesamt ganz, ganz großes Lob an die komplette Truppe. Auch natürlich hinten unser Robin Zentner, der ein ums andere Mal dann einfach die Null zu dem Zeitpunkt noch gehalten hat. Und wir sind sehr, sehr glücklich. Die 3 Punkte tun uns gut und wünsche Hoffenheim natürlich weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank. Dann Alfred bitte mit deinem Fazit. Ja. Glückwunsch an den verdienten Sieg an Mainz. Ich kann völlig leben mit der Analyse von dem Trainer Achim. Und völlig einverstanden, verdient verloren. In Anfang konnten wir in Führung gehen. Und ich glaube, wir brauchen das auch normalerweise gegen so einen Gegner, dass du in Führung geht, dass die dann vielleicht wieder unsicherer werden. Aber das ist heute nicht passiert. Man kann noch eine langere Analyse machen. Aber ich glaube, ich habe nach dem Spiel auch zu den Jungs gesagt, die haben zichzelf in diese Position gebracht. Und die sind jetzt Favorit. Die haben 5-mal in der Bundesliga gewonnen, mit Pokal 6-mal. Und das sagt etwas über diese Mannschaft. Und dann kann es sein, bei ein paar Spielern vielleicht, dass sie denken, jetzt kann es auch etwas auf 90%. Aber ich bin mir 100% sicher van, das machen sie nicht mit Absicht. Es ist eine neue Situation für diese Jungs. Wir haben viele neue Jungs in der Gruppe, auch in der Stammelf. Und die sind, glaube ich, nicht gewöhnt, dass man immer Favorit ist. Und das waren wir heute. Da haben sie zichzelf verworfen und auch verdient. We zijn daar leider niet goed mee omgegaan. En wenn wir schauen, was ons zeer sterk gemacht hat de laatste Monaten, war, glaube ich, de Disziplin in de defensieve Bereich. En heute war das auch nicht immer da, wenn je das eerste Tor anschaut. En de Passsauberheit. En het war heute auch nicht top, so wie wir es gewöhnt sind van de Jungs. En wenn wir die 2 Sachen nicht gut umsetzen, dann wird es sowieso schwer. En ik moet zeggen, Mainz hat es gut gemacht. Am Ende auch verdient dann gewonnen. En voor ons is het einfach gut analysieren, gut besprechen met de Jungs, abhaken en weiter geht's zu Düsseldorf. En viel Erfolg voor Mainz auch. Das war's. Vielen Dank, Alfred. Dann Ihre Fragen bitte. Ich bitte um Anzeichen. Das Mikrofon kommt dann von der Seite gereicht. Keine? Ja, dann machen wir hier Feierabend. Auf Herr Pfeiffer vom Kickers Verlass. Was war denn die Idee hinter der Maßnahme Akpo Guma vorne links? Wir haben, glaube ich, das Idee gehabt, dass wir wussten, dass der Trainer von Mainz so schlau war, dass er mit 3 Ketten spielte. Und wollte eigentlich dann auch, so wie wir in Köln gemacht haben, dann mit viel Tempo
über die Seite eigentlich dann die Raume auch attackieren hinter der Jokers. Und es war am Anfang war es ein paar Mal gefährlich von meinem Gefühl, aber danach war es natürlich mit der Passsauberheit, die wir selbst haben, kamen wir nicht so oft in die Raume. Und ja, die Entscheidung, um Akpo dahinter zu stellen, würde ich so wieder machen. Gehen wir ganz nach hinten an den Stehtisch, Herr Hellmann. Herr Ballerlotzer, Sie waren ja vor noch nicht allzu langer Zeit Trainer des 1. FC Köln. Da haben Sie eine Heimniederlage gegen Hoffenheim erlitten und hier feiern Sie jetzt einen 5-1-Sieg. Haben sich teilweise selbst oder am Ende mal kneifen müssen, dass dieses Spiel oder dieser Spieltag auch ein Beleg ist, wie verrückt eigentlich dieses Fußball- und Bundesliga-Geschäft ist? Ja, das ist aber auch das Schöne, dass Fußball nicht berechenbar ist. Und die Spiele haben einen eigenen Verlauf. Auch dieses Spiel hat eine ganz, ganz klare Charakteristika. Und es ist manchmal nicht vorhersehbar, wie solche Spiele laufen. Klar ist immer wieder, dass Erfolgserlebnisse in so einem Spiel die Brust der Spieler einfach breiter macht, das Selbstbewusstsein wieder entstehen lässt. Und so entsteht dann halt so ein 5-1-Sieg, weil die Umschaltmomente am Schluss, die waren schon richtig, richtig toll rausgespielt und mit einer Entschlossenheit zu Ende gebracht, die bemerkenswert ist. Und ja, wie Alfred jetzt gerade schon gesagt hat, wenn vielleicht die ein oder andere Situation, bevor wir 1-0 in Führung gehen, für Hoffenheim läuft, dann weiß man nicht, wie dieses Spiel ausgeht. Das ist aber halt das Schöne. Ja, in Köln haben wir dann in der 98. Minute, glaube ich, den Elfmeter bekommen und haben verloren. Jetzt haben wir 5-1 gewonnen und für Mainz 05 und für unser Team und für uns alle ist das natürlich unheimlich wichtig, dass wir diese 3 Punkte jetzt haben. Jetzt geht es für uns ins Derby gegen Frankfurt und ja, da gilt es nachzulegen. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, dann bedanken wir uns, wünschen unseren Gästen guten Nachhauseweg und sehen uns hier wieder am Samstag gegen Düsseldorf. Dankeschön.